war ja wirklich ein schlauer Mann. Der Churchill kam vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges nach Deutschland, in das Deutsche Reich. Kam zum Manöver. Und hat gesagt, was macht ihr hier eigentlich? Ihr wollt jetzt Kolonien haben. Ihr wollt auf den Ozean herumzufahren. Ihr wollt eine Weltmacht werden. Das gilt es zu verhindern. Er hat damals im Grunde genommen schon vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges danach gerufen, zu verhindern, dass da eine Art von anspruchsvollen Deutschland entsteht, was für die anderen nicht recht erträglich ist. Aber in der Art und Weise, wie in der fritzischen Zeit die deutsche Sprache sich zusammen mit den anderen, also insbesondere mit der Maria Theresia, oder denken Sie hier, wenn Sie in Berlin ein Bild von dem Maler Menzel sich ansehen, da sitzt der alte Fritz im Alter von, ich weiß nicht, fast meinem Alter, jedenfalls sitzt er so etwas zusammengebrochen da, und von unten kommt der Kaiser von Österreich herauf, betet ihn an und dankt ihm dafür, dass er die Aufklärung zur Maxime des Handelns für eine anständige Regierung gemacht hat. Zudem die Fantasie des Malers. Menzel hat ja ganz ordentlich zu dem Kitsch beigetragen und zu der Art, wie Friedrich II. Nun wollen wir nicht anfangen, Menzel in dieselbe... Ja, aber nein, was wir noch mal Menzel anfangen hat, wollen, nein, ist Menzel tatsächlich beizubleiben bei dem Gedanken, den wir angetippt haben, ja auch mit dem Film. Nämlich, und das gehört zum aufgeklärten Herrschertum, mindestens zu dem Verständnis davon, dass Friedrich den Anspruch formuliert hat, er möge der erste Diener seines Staates sein. Das ist ja so von ihm überliefert. Ist das auch... Auch wenn der Altbundespräsident den Link zum jetzigen Bundespräsident nicht sofort schlagen will, ist das Ihr Anspruch an den Bundespräsidenten, dass er der erste Diener seines Staates, unseres Staates sein soll? Also ich habe den Eindruck, dass die erste Dienerin des Staates die Frau Bundeskanzler ist, denn die ist ja wirklich sehr preußisch, in ihrem Gebaren persönlich anspruchslos, so habe ich den Eindruck, und auch wirklich mannhaft vertretend deutsche Interessen im Europäischen Rat. Also das ist er, das erinnert mich teilweise an Friedrich II., muss ich sagen. Da ist sie erste Dienerin des Staates. Eine neue These. Ob sie gewinnen wird, das weiß ich nicht. Das warten wir mal ab. An des Bundespräsidenten habe ich nicht so große Ansprüche. Und ich an das denk, Amt? Oder ja, nur an diesen Bundespräsidenten? Ja, Amt und Person. Amt und Person. Was das Amt betrifft, so denke ich gar nicht dran, wie es andere tun, hier vielleicht im Fernsehen öffentlich zu fordern, dass er zurücktreten sollte, aus Respekt vor dem Amt. Als Person, wenn ich die Person Christian Wolff betrachte, meine ich, er ist so klug und so erfahren genug, dass er genau weiß, wann der Punkt erreicht wäre, wenn noch mehr auf ihn einprasseln sollte, mehr Neuigkeiten, Neueres. Wann der Zeitpunkt erreicht sein sollte, dass er all das sich selbst, seiner Familie und dem Amt nicht mehr antun wird. Dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Aber es gibt ja grundsätzlich in der Bevölkerung spürbar ein sozusagen ein erodierendes Vertrauen gegenüber der Politikerkaste. Mhm. Und das halte ich wirklich für gefährlich und schwierig. Und da muss ich ja nicht nur jetzt, lassen wir mal den Fall Wolff, ich verstehe Sie, Herr von Weizsäcker, dass Sie sich dazu nicht äußern wollen, das ist ja klar. Aber dann lassen wir den mal beiseite. Dann lassen wir das mal beiseite und sprechen allgemein über Politiker. Und da ist es einfach so, dass auch, jetzt nehmen wir mal den jetzt Gott sei Dank im Moment nicht mehr so präsenten Gutenberg. Ich kann nur sagen, dass ein Politikertypus, wie mit preußischen Tugenden, jetzt nehme ich doch mal noch mal dieses böse Ibaba-Wort, die integer sind, die geradlinig sind und die von sich nicht sehr viel hermachen, wie, sagen wir mal, Frank-Walter Steinmeier, wie Thomas de Maizière und, um auch noch einen Grünen zu nennen, Winfried Kretschmann, mir 10-mal lieber sind als so ein Ego-Shooter wie Gutenberg. Und ich kann nur sagen, das ist meiner Meinung nach für die... sozusagen, um Vertrauen in der Bevölkerung für die Politikerkaste wiederzugewinnen,
gilt es wirklich solche Tugenden oder Eigenschaften wie eine bestimmte Art von Gradlinigkeit, wie keine Wichtigtuerei, wie Unbestechlichkeit, wie Ehrlichkeit im Umgang mit sich selber, den Wählern und so weiter, mal wieder in die Debatte zu schmeißen und sich darüber zu verständigen, ob eine Gesellschaft nicht ganz wesentlich auf diesen Eigenschaften, seien sie nun preußisch oder Hopsasa, völlig wurscht, wie man das nennt, aufgebaut ist. Und sich darüber zu verständigen, sozusagen die Bevölkerung mit der politischen Kaste könnte, leider ist das nicht, der Bundespräsident per Definition des Amtes ein ganz wichtiges Bindeglied sein. Und da sozusagen wieder kommunikativ zu werden zwischen Bevölkerung und den Politikern im Sinne eines größeren Vertrauens der Wähler oder der Menschen zu den Politikern, halte ich für unabdingbar. Und insofern, es leben die preußischen Tugenden, ob man sie nun so nennt, oder Wackelpudding. Mhm. Herr von Weizsäcker, stimmen Sie dazu, dass das der Anspruch sein müsste an unsere Politiker, wie sie Ulrich Matthes gerade formuliert hat, und allemal an den ersten Mann im Staate, dass er integer und autoritär sein muss? Stimmen Sie dazu? Sie lässt sie nicht raus. Also, ich autoritär nicht, eine Autorität. Worüber wir hier diskutieren. Ja, das ist wahr. Ich finde, was Sie gerade gesagt haben, vollkommen richtig. Wir sollen autoritär im Sinne von einer moralischen Autorität. Nein, Herr Strauch, wir sollen über den alten Fritz reden. Die moralische Autorität als sozusagen einziges Pfund, mit dem es zu wuchern gilt. Wenn man in unserer heutigen demokratischen Verfassungsordnung an die verschiedenen Ämter denkt, ist natürlich schön und gut. Aber beim alten Fritz ging es immer darum, doch immerhin darum, dass er ja vollkommen allein bestimmte, wie überhaupt die ganze politische Richtung zu verlaufen habe. Solche Ämter haben wir bei uns nicht. Und was Sie in Bezug auf die Notwendigkeit sagen, was man im Grunde genommen von dem Beruf der Politiker erwartet, das finde ich ja vollkommen richtig. Und das kann man dann in Bezug auf die verschiedenen Institutionen, die unsere Verfassung dafür vorsieht, je nachdem mit Zustimmung oder mit großen Zweifeln durchdiskutieren. Aber wenn wir hier über den alten Fritz reden... Aber nicht nur. Bitte? Nicht nur. Das ist doch spannend, so eine, wie wir merken, kontroverse Figur zu nehmen, um sie sozusagen, um zu gucken, was daran anregend ist für die Gegenwart. Also das ist auch das Thema der Sendung. Und das finde ich total interessant, sich zu überlegen, was daran eben doch vielleicht nicht vergleichbar ist, da haben Sie vollkommen recht, aber was uns sozusagen im Nachdenken über Friedrich den Großen anregt für heute. Und da gibt es Ich teile in großen Teilen durchaus Ihre Einstellung. Aber da sind Sie wirklich auf dem Holzweg, Frau Pittfurt. Das ist zu einfach nur auf den Friedrich den Großen raufzukloppen und zu sagen, der hat uns für heute nichts mehr Sie zu sagen. Sie haben jetzt eine falsche Auffassung, was ich... Ich will Gregor Gysi ins Gespräch holen. Okay. Ja. Wissen Sie, darf ich noch mal? Ich habe meine Schwierigkeiten mit dem ersten Diener. Warum? Übrigens auch mit der ersten Dienerin. Was daran gut klingen soll, ist ja, dass die irgendwie dienen. Aber wenn es einen ersten Diener gibt, gibt es lauter zweite, dritte, vierte. Und beim Hundertsten sieht es schon ganz traurig aus. Also deshalb ist das so nicht mein Bild. Das Zweite ist, dass ich Ihnen deutlich widersprechen muss, dass die Bundeskanzlerin permanent hervorragend deutsche Interessen vertritt. Die gibt es heute auch so gar nicht mehr. Entweder entwickeln wir Europa oder nicht. Und sie ist gerade dabei, das zu ruinieren. Aber das lasse ich alles weg. Aber lassen Sie mich zum heutigen Bundespräsidenten etwas sagen. Herr Matthes hat lauter richtige Sachen gesagt. Aber es kommt eine Sache hinzu. Ein Bundespräsident hat Aufgaben. Und diese Aufgaben muss er erfüllen können. Ich behaupte, dass er das zurzeit nicht mehr wirklich kann. Weil zum Beispiel Richard von Weizsäcker hatte ein Verhältnis zu Bundeskanzler Kohl, dass er eigenständige Entscheidungen immer treffen konnte und getroffen hat. Das kann sich Herr Wulff zurzeit überhaupt nicht leisten. Mal angenommen, es käme ein Gesetz, das er für offenkundig grundgesetzwidrig halten sollte. Dann darf er es eigentlich nicht unterschreiben. Damit ist es übrigens weg, gibt es kein Rechtsmittel, kannst du nichts machen.
Das könnte er sich gar nicht wagen, weil Frau Merkel über sein Schicksal entscheidet. Damit ist er nicht souverän. Das ist mein Hauptproblem. Wir brauchen einen Souverän in seinem Amt. Und darf ich noch mal um das, was ich vorhin gesagt habe, ich möchte mal ein Beispiel nennen, um zu zeigen, was ich meine, dass wir nicht fertig sind, wie wir da herangehen. Also ich nehme mal eine Stadt mit einer Mehrheit von Linken. Und da gäbe es... Ja, wir, lassen Sie mal Ihre Fantasie Marzahn. Etwas... gäbe es keine einzige Gasse, die nach Bismarck benannt ist. Hm? Und ich schlüge den vor, eine winzige kleine Gasse doch nach ihm zu benennen. Was dann kann ich ihn. Ja, pass mal auf. Ja. Mein zweites Beispiel wird dir gefallen, mein erstes nicht. Nee, dann würden die mir sagen, er hat Kriege geführt, er hat die Sozialistengesetze gemacht, was alles stimmt, die Sozialdemokratische Partei, aber verboten, er hat auch alles indiskutibel. Ja? Nein, aber er hat zum Beispiel als erster eine Rentenversicherung eingeführt und andere Sachen gemacht. Das spielt, er hat die Nation auf eine ganz komische Art gebildet. Ich hätte nichts dagegen, eine kleine Gasse. In Berlin ist es übertrieben. Jetzt komme ich zum Gegenbeispiel. Wenn wir eine konservative Mehrheit irgendwo haben, kriege ich niemals eine Straße nach Clara Zetkin benannt. Niemals. Dieser Frau ist nichts vorzuwerfen. Sie hat sich in den 20er Jahren für die Gleichstellung der Geschlechter eingesetzt wie kaum eine andere. Sie war Alterspräsidentin im Reichstag, als Hitler, Göring, Goebbels alle schon drin saßen und hat denen eine Öffnungsrede gehalten, dass es knallte. Warum sind wir denn nicht in der Lage? Diese Frau ist die Einzige, die an der Kremlmauer beerdigt ist. Noch nie hat ein deutscher Kanzler oder eine deutsche Kanzlerin dort ein kleines Gebinde niedergelegt. Und ich sage Ihnen, wenn die Französin gewesen wäre, ich schwöre Ihnen, jeder französische Präsident hätte dort ein Gebinde niedergelegt. Und das meine ich. Die Linken müssen eine Idee toleranter werden, aber die Konservativen erst recht. Und dann kriegen wir auch mal ein anderes Verhältnis zur Geschichte und ihren Persönlichkeiten. Das Verhältnis zur Geschichte. Darauf schauen wir, ja. Eben haben wir ja schon mal festgestellt, dass jede Zeit und jedes System sich die Gestalten sucht, aus denen sie am besten auch Profit schlagen kann oder die sie für ihre Zwecke in Dienst nehmen kann. Jetzt sind wir ein bisschen wieder weggerutscht vom Bundespräsidenten, aber wir haben ja auch an der Reaktion hier im Publikum gemerkt, als wir eben den Film gespielt haben, mit der Vergleichbarkeit, die hin oder hergestellt sein soll, wem traut man was zu? Dem alten Fritz, dem jetzigen Bundespräsidenten, hat das doch unwahrscheinlich was ausgelöst. Ulrich Mattes hat auch gesagt, es gibt ein riesiges Maß an Enttäuschung. Das bewegt die Menschen. Es bewegt die Menschen auch, Herr von Weizsäcker, von Ihnen was dazu zu hören. Jetzt haben Sie eben gesagt, was soll er denn dazu sagen? Und wir haben was gefunden, als Johannes Rau Bundespräsident war und unter der sogenannten Flugaffäre zu leiden hatte. Da haben Sie sich irgendwann hingesetzt und haben ihn, ja, nicht richtig verteidigt, Sie haben aber um Nachsicht gebeten. Will ich Ihnen kurz zeigen, um dann zu fragen, ob Sie bei Christian Wulff ähnlich viel Nachsicht üben wollen. Ich werde diese Frage nicht beantworten. Und wir sitzen hier, um über den alten Fritz und seine Tugenden und Untugenden zu reden. Und die Art und Weise, wie wir das damalige, im Grunde genommen absolutistische Herrschaftssystem, an dessen Spitze er stand mit seinen Themen, vergleichen mit dem, was wir heute in unserer Demokratie versuchen und was uns entweder gelingt oder misslingt, in einen Topf zu werfen, das führt wirklich zu einer Suppe, die ich nicht essen werde. Die Suppe hört auf den Namen Orientierungssuche, glaube ich. Ja, aber wir können uns doch nicht beim alten Fritz danach umschauen, um festzustellen, was darf der Bundestagspräsident und was darf das Verfassungsgericht und was darf die Behörden, die uns vor irgendwelchen Gefahren schützen sollen durch ihre Nachforschungen beim alten Fritz erkundigen. Das ist doch alles großer Blödsinn. Wir müssen eine durchsichtige, verständliche, vernünftige Politik in den großen Weltfragen spielen. Auf diesem Gebiet haben wir keine anderen als die verfassungsmäßig vorgesehenen Institutionen, und die erfüllen wir entweder gut oder weniger gut. Aber wer ist denn wir? Es gibt doch kein nationales Wir. Ich fühle mich dadurch nicht eingeschlossen. Ich habe eher emanzipatorische Vorstellungen dieser Welt, und dieser Bundespräsident soll sich blamieren, wie er will. Er ist bestechlich gut, aber gleichzeitig finde ich es fast erheiternd, dass er zeigt, dass dieses Amt gar nicht gebraucht wird. Ja, natürlich. Und ein bisschen antiautoritäres.
Wir kommen doch der Lösung der Frage, die uns... Die Alliierten haben ihn installiert, weil sie sagten, diese komischen Deutschen kommen ohne Könige, Führer, sonst was nicht aus. Nein, nicht die Alliierten haben ihn installiert. Es gab eine Diskussion, in dies wunderschön nachzulesen. Das war der Parlamentarische Rat. Wenn ich das... Der Altbundespräsident hat vollkommen recht. Die Briten haben noch ihre Könige. Aber ich sage mal, vielleicht macht das den Sack ein bisschen zu. Es ist doch so, dass wir merken, dass der alte Fritz und Preußen Figuren in ihrer Epoche sind, Länder in ihrer Epoche sind. Es ist wichtig, dass wir das annehmen, unser Geschichtsbild nach der Vereinigung, nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, ist es wichtig, dass wir uns an Preußen erinnern, der preußische Kulturbesitz, die wunderbaren Schlösser, bald das Schloss in der Mitte des Landes. Aber dass wir nicht sagen, wir brauchen preußische Elemente für unsere Identität, schwarz-weiß-rot. Nein, unsere Identität muss schwarz-rot-gold sein. Von der Paulskirche über die Weimarer Verfassung, das ganz Grundgesetz, richtig. Schwarz-Rot-Gold. Und das ist die beste Phase der deutschen Geschichte nach 1945 bis heute. Eine bessere, friedlichere und glücklichere Phase gab es nie, die Phase nach Preußen. Wie viel Kriegen und das ist unsere Identität. Beteiligt? Wie friedlich ist das für wen? Für wen ist es denn friedlich? Man verlagert die Probleme, für uns in Deutschland wirtschaftliche, militärische, verlagert man in der Mitte andere Teile Europas. Es gibt doch keiner, dass wir in einer idealen Welt leben, Frau Ditfurth. Darum nein, aber es muss doch nicht. Wir reden aber relativ gesehen müssen Sie ihm doch recht geben. Ja, aber dass Deutschland an so vielen Kriegen teilnimmt, ist schon ein gewaltiges Problem. Wir reden den ganzen Abend, wahrscheinlich ist das außerhalb der Sendung, ist egal. Ich will es trotzdem sagen, wir reden den ganzen Abend über Tugenden, die völlig leer sind, die jeder für sich so oder so deuten kann. Mal ist es sagen nett, wenn Sie, jemand haben zuverlässig nicht alle in der ist. Runde gesagt. Nein. Mal ist es nett, wenn jemand zuverlässig ist. Manchmal möchte gern, dass der Henker unzuverlässig ist. Es gibt verschiedene Situationen. Aber es gibt doch Werte. Über die wird aber den ganzen Abend nicht gesprochen. Es gibt einen Wert wie Freiheit auf der Basis sozialer Gleichheit, wie Solidarität, ja, wie Selbstverwirklichung. Das und das stimmt, sind aber das sind keine preußischen Tugenden, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist das Gegenteil, ja. Sogenannter und bevor wir das ganz das Gegenteil, das ist ein anderes Thema. Das ist es ist aber nicht missbräuchlich. Kein anderes Thema wollen wir jetzt mehr aufmachen, denn in der Tat, Frau Ditfurth hat ein sauberes Gespür für die Zeit. Wir sind am Ende der Sendung, in der wir gefragt haben nach dem Vermächtnis Friedrichs II. Von Preußen. Herr Giese, ich mache jetzt tatsächlich die Sendung an der Stelle zu, weil wir sonst ganz gnadenlos überziehen. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie hier waren. Danke an Sie. Und nächsten Mittwoch wieder, 22:45 Uhr. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen.